So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Football Manager 2022 mit unserem ersten FC Köln. Wir haben heute das nächste Bundesligaspiel vor der Brust. Es geht auswärts nach Berlin, nämlich zu Union Berlin. Ich kann auch gerade meinen Terminplan noch gucken, wie es da jetzt aussieht, aber da haben wir tatsächlich jetzt mal eine etwas längere Pause bis zum nächsten Spiel. Das ist dann Leverkusen. Zuletzt haben wir ja doch die ein oder andere englische Woche gehabt, aufgrund der Champions League-Spiele in der Gruppenphase. Aber nach dem Union-Spiel haben wir erstmal wieder ein paar Pausen, bis es dann hier im DFB-Pokal weitergeht, aber das erst im Februar. Da liegt also die ganze Winterpause noch dazwischen. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Wir gehen heute rein in das Spiel gegen Union. Das wollen wir natürlich gewinnen. Wir sehen schon, Union spielt auch in einem 4-2-3-1. Ich sehe da sogar einen Vogelsammer und einen Waldschmidt, wobei ich glaube, Vogelsammer war schon vorher bei Union. Genau, der ist schon die ganze Zeit bei Union. Bei Waldschmidt bin ich mir dann nicht so sicher. Ja, der kam nämlich erst vor einem Jahr aus Wolfsburg. Also Union hat sich auf jeden Fall verstärkt. Wie gehen wir in dieses Spiel rein? Ich habe im Vorfeld schon ein bisschen durchrotiert, was natürlich daran liegt, dass die Spieler nicht alle so richtig wirklich fit sind. Wir haben ja eigentlich bis auf Wagnermann die ganze Verteidigung umgebaut. Die Doppel-Sechs werden wir so lassen. Da haben wir aber natürlich Charlie Özcan auf der Bank, falls da Wechselbedarf ist. Ich denke mal, dass Ljubicic nicht ganz durchhalten wird. Und in der offensiven Mittelfeld-3 haben wir Kainz für Pepe und Wydra für Almada gebracht. Amu bleibt erstmal im Kader drin, beziehungsweise in der Startelf. Gleiches gilt für Brenner. Als Wechseloptionen habe ich natürlich Agu auf der Bank, falls Wagnermann das nicht durchhält. Für Amu habe ich Timber mitgenommen. Für Ljubicic haben wir Özcan mitgenommen. Das eigentlich die drei Wechsel, die abzusehen sind. Und sollte Wydra nicht gut performen, haben wir sowohl Almada als auch Da Silva auf der Bank. Also auch die 10 können wir auf jeden Fall wechseln, wenn das mit Philipp Wydra nicht klappt. Genug vom Vorgeplänkel, würde ich sagen. Wir gehen in das Spiel rein. Wir spielen, ich würde sagen, ohne Abseitsfalle. Mal gucken, das ist die 1,5. Ne, das passt aber. Wir spielen ohne Abseitsfalle. Und ich glaube, damit würden wir gegen Berlin auch ganz gut fahren. Aber wir schauen mal, wie es jetzt wird. Fünf Änderungen in der Startelf. Hier sehen wir es nochmal. Wir haben also nicht so viel rotiert wie beim letzten Mal, als es ja nur ein 2 zu 2 gab. Ich glaube, gegen Schalke war das. Ich habe jetzt den Terminplan nicht hundertprozentig im Kopf. Aber sowas sollte uns natürlich nicht nochmal passieren. So, hier sehen wir nochmal die Aufstellung von Union. Haben wir uns natürlich schon angeschaut eben. Brauchen wir jetzt nicht mehr gucken. Und dann geht's rein und der FC hat hier den Anstoß. Hector auf Amu. Der erläuft sich den Ball stark. Ja, macht er leider eine Drehung zu viel, verliert ihn, aber Jorge Meret kann den Ball hinten wieder aufsammeln. Einwurf Öztunali in der Hälfte des FC. Riasson. Ball kommt. Vogelsammer. Aber übers Tor. Setzt oben auf die Latte auf. Keine Gefahr für Timo Horn. Einwurf für Wagnermann. Wirft den Ball auf Amu und ich drücke hier wie so ein Depp auf die Anweisung drauf. Das war nicht gewollt. Hector, Meret, Ljubicic. Wieder Hector, wieder Meret, wieder Ljubicic. Jetzt mal den Ball nach vorne bringen irgendwie. Wieder Ljubicic. Aber er hat da keinen Platz. Wo soll er denn hinspielen? Chabot. Jetzt auf Timo Horn. Bitte macht ihn nicht lang. Meret. Ljubicic, da oben ist doch Wagnermann frei. Spiel den nochmal an. Wieder Timo Horn. Jetzt der lange Ball auf Amu. Ja, das ist nicht der Kopfballspezialist. Aber Brenner kann den im Zentrum immerhin erlaufen. Hector wieder auf Amu. Der geht da über den Flügel. Wagnermann spielt Hector an. Ljubicic auf Florian Kainz, der auf Leibold. Leibold hat Platz. Leibold will den reinlegen, aber ganz, ganz schlecht gemacht. Aber Amu, Amu wirft sich da in den Abstoß von Rönnhoff und holt da, glaube ich, sogar noch eine Ecke raus. Nee, war doch, doch war eine Ecke. Jetzt wurde es aktualisiert, war nur kein Highlight. Ja, das wurde dann doch mal kurz gefährlich.
für das Tor von Union. Jetzt Vogelsammer auf dem Weg nach vorne. Ball kommt auf Öztunali. Eliasson. Er kann die Flanke da reinbringen. Wagnermann kann sich nicht durchsetzen gegen Vogelsammer, aber Timo Horn ist da, kann den Kopfball halten. Und so steht es weiterhin unentschieden. Wagnermann auf Wührer. Nee, kommt nicht an der Einwurf. Ein bisschen unnötig der Ballverlust. Prömel. Öztunali wieder auf Riasson. Jeckel. Auf Knoche. Die suchen da den Weg nach vorne. Prömel auf Arthur. Aber Leibold dazwischen. Stark. Kainz wieder auf Leibold. Der legt zurück auf Ljubicic. Kainz. Hector. Wieder Ljubicic. Chabot. Auch jetzt wieder rechter Flügel ist frei. Warum nicht mal auf Wagnermann spielen? Jetzt Kainz mit einem schönen Ball aber auf Brenner. Der steckt durch auf Amu. Das war mal schön gespielt. Amu auf Hector. Hector auf Brenner. Ah, und der mit einem guten Abschluss, aber Renault kommt dran. Das ist natürlich etwas schade, aber schöner Abschluss. Riasson. Im Einwurf auf Arthur. Vogelsammer. Boah, drüber. Ja, Meret kriegt den Vogelsammer da nicht in den Griff. Da werde ich jetzt mal Chabot und Meret tauschen. Dass Chabot der größere und kopfverstärkere Innenverteidiger auf der Seite von Vogelsammer agiert. Dass wir den da irgendwie in den Griff kriegen. Und wieder ist Bielefeld im Ballbesitz. Ach, Bielefeld sagt schon. Union Berlin. Nicht Bielefeld. Sinkgraven. Auf Vogelsammer. Zurück auf Knoche. Wieder Vogelsammer. Schön dazwischen gegangen. Philipp Wüdra ist jetzt auf dem Weg nach vorne, hat aber wenig Möglichkeiten. Muss jetzt zurücklegen auf Hector. Der auf Ljubicic. Wieder Hector. Hector auf Amu. Schön gemacht. Amu. Jawohl. Da ist das Ding. Schönes Zuspiel von Jonas Hector auf Amu. Ich sage, es war kein Abseits. Das Tor sollte zählen, auch wenn es nochmal geprüft wird scheinbar. Schön herausgespielt, dieses Tor. Jawohl, Tor gegeben. Alles andere hätte mich auch gewundert. Da sehen wir Hector, Ljubicic. Ja, und da sehen wir, dass Amu da auf jeden Fall nicht im Abseits steht. Die 31 stand doch ein gutes Stück näher Richtung Tor. Von daher alles gut. Ja, sehen Sie auch jetzt nochmal. Aber das ist eigentlich recht eindeutig für mich. Aber so oder so, der FC führt mit 1:0. Das kann jetzt auch gerne so bleiben. Meri, er läuft sich den Ball. Ja, man muss jetzt gucken, dass er den dann wegbekommt. Horn bekommt den. Und der mit dem Befreiungsschlag, der kommt bei Kainz an. Er verliert aber das Kopfballduell und so ist Prömel jetzt auf dem Weg nach vorne. Steckt durch auf Öztunali. Vogelsammer im Kopfball gegen Wagnermann und wieder über die Latte. Ja, dass da noch keiner eingeschlagen ist, grenzt schon fast an Wunder. Schon diverse Kopfbälle jetzt aus Zeuge kommen von Vogelsammer. Hat natürlich Chabot rübergezogen. Aber in der Situation ist natürlich Wagnermann der Verteidiger, der da involviert war. Freistoß für Union. Arthur, Ball kommt. Meret klärt den. Öztunali darf nochmal Vogelsammer wieder drüber, aber es wäre auch abseits gewesen, Gott sei Dank. Ja, der kommt hier zu einer Kopfballchance nach der anderen. Chabot, Hector, Ljubicic, Brenner auf Kainz. Kainz steckt durch auf Wüdra, Philipp Wüdra. Wüdra wird geblockt. Hätte er vielleicht den Ball nochmal querlegen sollen, aber da mache ich ihm jetzt keinen Vorwurf draus. Florian Kainz bringt die Ecke rein. Ball kommt. Waldschmidt klärt. Jorge Meret jagt den zweiten Ball, aber Arthur ist schneller da. Aber dann wird er halt sogar abgepfiffen. Ergibt sich also kein Konter mehr aus der Situation. Sagen wir mal, wir sind zufrieden. Das kann man, denke ich, sicherlich so formulieren. Die Frage ist nur, wie kriegen wir den Vogelsammer in den Griff?
Erstmal müssen wir Amu rausnehmen, den Torschützen, der ist ziemlich platt. Da wird jetzt Jan Thielmann diese Aufgabe übernehmen. Aber wie kriegen wir hier auf der Seite den Vogelsammer in den Griff? Können wir hier da Gegner? Wir können ihn auf jeden Fall mal enger decken und auch immer schön pressen, dass der da Probleme kriegt, der Vogelsammer. Ja, auch das Tackling möchte unser Co-Trainer einen anmachen. Dann machen wir das auch mal, hartes Tackling, dass wir den irgendwie in den Griff kriegen. So, aber jetzt erstmal zweite Hälfte. Geht direkt los mit einem Highlight. Und wieder auf unser Tor. Jeckel. Riasson. Estunali auf Arthur, auf Waldschmidt. Der steht da sehr frei. Aber der Abschluss heute bei den Unionern zum Glück nicht ganz so gut. Jetzt gibt es mal Freistoß FC. Florian Kainz wird den reinbringen. Ball kommt. Chabot. Chabot zum zweiten. Und der passt. Wunderbar. Erst Chabot mit dem Kopf, da kommt der Torhüter noch ran. Dann aber der Abpraller vom Torwart, der Chabot quasi auf dem Fuß landet, den muss er nur noch einschieben und das macht er auch. Aber das Tor wird aberkannt. Puh. Okay, der Kopf war schon zu weit vorne. Ah, schade. Das Tor hätte ich natürlich gerne mitgenommen. 55 Minuten jetzt fast rum, wir werden nochmal wechseln. Felix Agu wird Wagnermann ersetzen, weil der auch natürlich entsprechend platt ist. Werden mal mehr fordern von der Mannschaft. Ich hätte ganz gerne schon noch das zweite Tor, um hier einfach die Sicherheit zu haben. Bayreuth mit einem Einwurf. Wydra sucht keins, kommt nicht an. Was macht Union? Spielen es erstmal hinten rum. Natürlich gut für uns, da können wir uns erstmal wieder entsprechend aufstellen. Tonali jetzt aber auf dem Weg nach vorne. Keins ist bei ihm. Tonali bringt die Flanke auf Vogelsammer. Und Chabot köpft das Ding dann im Zentrum aus der Gefahrenzone und das war wichtig. Vogelsammer zum zweiten. Timo Horn ist da, aber es war ohnehin abseits. Hätte also so oder so nicht gezählt. Ecke jetzt für den FC. Keins. Ball kommt. Hydra, das zählt aber. Philipp Hydra macht das zweite per Kopf. Wundert mich tatsächlich. Er ist auch nicht der Größte, aber wir haben auch schon Kopfballtore von Almada gesehen. Von daher will ich jetzt dem Philipp Büdra gar nicht absprechen, dass er das nicht auch kann. Kommt da ziemlich frei zum Kopfball, braucht das Ding nur noch einschieben. Das sehe ich natürlich gerne. Ist für uns nochmal die Chance zu wechseln mit der komfortablen Führung. Wir haben Hector und Ljubicic, die beide ziemlich platt sind. Ich denke mal, ich werde Ljubicic rausnehmen. Könnten auch Stiller für Hector bringen, aber Hector dann doch mit der besseren Leistung als Ljubicic. Also wenn ich einen drin lassen muss, dann ist das Hector. Und das geht dann soweit auch in Ordnung. Vogelsammer ist wieder auf dem Weg, bringt eine Flanke rein. Estunali gegen Leibold kann sich zwar durchsetzen, aber Timo Horn hält den Klasse. Und damit auch das Highlight vorbei. Abschluss FC, Horn auf Meri. Chabot. Auf Hector. Findet Wydra. Langer Ball auf Brenner. Stark gemacht. Da ein bisschen zu lang leider. Da kommt Brenner nicht dran. Aber richtig, richtig schön gemacht. Wäre auch, glaube ich, kein Abseits gewesen. Ja, Wydra macht ein gutes Spiel. Ich glaube, den können wir als Vertretung für
Almada durchaus hin und wieder einplanen. Jetzt ein schöner Pass von Thielmann, der kommt an. Renner hält mal direkt drauf, unten rechts, aber Renault kommt dran, weil der Schuss natürlich doch aus etwas größerer Distanz war. Gibt aber eine Ecke oben drauf. Wieder wird Florian Kainz hier reinbringen. Ball kommt auf Chabot und dann ist Agu am langen Pfosten da. 3:0. Sehr schön. Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Und da gibt es auf jeden Fall auch noch ein Lob für die Leistung. Sehen Sie hier nochmal. Chabot kommt zum Kopfball und Agu löst sich im Rückraum und schiebt den dann ein, nachdem der Kopfball von Chabot schon geblockt war. Oder sagen wir mal, der Kopfball aufs Tor geblockt war und Chabot dann quasi den Ball nur weitergeleitet hat. Aber da haben wir dann doch einen gehabt am zweiten Pfosten. Jetzt Ecke Union, Möwald. Ball kommt, Chabot kann sich nicht durchsetzen gegen Prömel, aber wieder ist Timo Horn da. Der macht heute auch ein sehr starkes Spiel. Horn jetzt mit dem Abstoß. Ja, weiß noch nicht so recht, wo er hin soll. Jetzt spielt er Meret an. Roche Meret. Wieder auf Horn. Unten ist Agu frei. Chabot sucht Wydra. Na gut. Das war jetzt nicht die beste Idee. Und nun jetzt wieder im Angriff. Waldschmidt löst sich da gut. Aber verschießt auch den. Ja, wenn ich jetzt Union-Trainer wäre, ich würde mich ja tierisch aufregen. So viele Chancen, wie der Waldschmidt schon am Tor vorbeigeschossen hat heute. Freistoß FC, Leibold. Kommt auf Kainz. Legt zurück auf Özcan. Hector. Agu hat da viel Platz vor sich. Könnte jetzt mal den Flügel runter marschieren. Macht er auch. Legt dann aber ab auf Brenner. Thielmann im Zentrum. Jan Thielmann, Wydra, Özcan. Hector, wieder auf Wydra. Ah, wird abgegräht. Schade. Konter Union läuft. Waldschmidt auf Öztunali war, glaube ich, kein Abseits. Ich glaube, Meret und Chabot haben das beide aufgehoben. Aber wieder ist Timo Horn dran. Kann zur Ecke klären. Und dann sind es auch nur noch anderthalb Minuten. Plus ein paar Sekunden. Plus natürlich Nachspielzeit. Hector klärt erstmal die Ecke. Union bleibt zwar im Ballbesitz, aber zumindest nicht das Gegentor. Das war dann auch noch abseits gerade die Hereingabe. Damit dann die Situation auch erstmal vorbei. Leibold auf Özcan. Wieder Leibold. Wydra. Schönes Zuspiel auf Kainz. Oh, hämmert das Ding an den Pfosten. Was ein Abschluss von Florian Kainz. Özcan mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Charlie Özcan findet Jan Thielmann. Thielmann im 16er. Jan Thielmann, was macht er? Ah, muss da warten, dass jemand sich freiläuft. Hector auf Chabot. Agu. Ja, muss da auch warten, dass einer kommt. Jetzt das Momentum so ein bisschen weg. Aber Agu kann nochmal einen Meter machen. Bringt dann eine Flanke rein. Jawohl. Findet Wydra. Aber viel zu lang die Flanke. Kommt nicht an. Immerhin der Befreiungsschlag landet wieder bei Agu. Chabot. Findet Hector. Wydra. Hector. Schöner Ball Richtung Kainz, aber leider kommt er nicht an. So, die Kopfballrückgabe von Riasson auf Renault. Und der kann jetzt den Abstoß machen. Allerdings nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Agu bekommt den Ball. Geht nochmal nach vorne. Thielmann bekommt ihn nochmal. Oh, schöner Ball auf Wydra, aber ich glaube, der stand abseits. Okay, stand scheinbar nicht abseits. Wydra, Brenner. Und dann gibt es das vierte auch nach oben drauf. Und dann dürfte auch Schluss sein. Schauen wir uns nochmal an, wenn wir das Zuspiel auf Wydra sehen. Sah für mich erst nach Abseits aus, aber sieht für mich tatsächlich immer noch nach Abseits aus. Gucken mal. Thielmann. Na, wahrscheinlich waren sie gerade noch auf gleicher Höhe. Ich kann es jetzt so schnell nicht erkennen. Aber wenn es kein Abseits war, dann bin ich damit auf jeden Fall zufrieden. Gibt nochmal den Abstoß für Union. Aber die Nachspielzeit schon um fast eine Minute überschritten.
Sollte also jetzt jeden Moment eigentlich abgepfiffen werden. So ist es. Der FC gewinnt in Bielefeld. Ach, jetzt sage ich schon wieder Bielefeld. Was ist denn los heute? Der FC gewinnt in Berlin, nicht in Bielefeld, gegen Union Berlin mit 4 zu 0, obwohl eigentlich sich beide Mannschaften lange Zeit auf Augenhöhe bewegt haben. Das sehen wir an der Statistik auch sehr schön. Union mit tatsächlich 9 Ecken, der FC nur mit 3. Union auch mit 13 Schüssen aufs Tor, der FC hat nur 7 Schüsse aufs Tor gebracht. Trotzdem steht es am Ende 4 zu 0 für den ersten FC Köln. Also die Chancenverwertung, die lag auf jeden Fall heute auf unserer Seite. Das ist ziemlich offensichtlich gewesen. Insbesondere, weil die Rotation so gut funktioniert hat, freut mich der Sieg sogar noch ein bisschen mehr. Weil mir viele, was heißt viele, haben ja 5 Leute rausrotiert. Davor haben wir ja gegen Schalke 7 oder 8 Leute rausrotiert. Da hat es ja nur zum 2:2 gereicht. Also da war die Rotation scheinbar ein bisschen zu hoch. Aber bei diesem 4:0, da schien alles gepasst zu haben. Unsere zweite Mannschaft hat Saarbrücken geschlagen. Wir bekommen noch einen Scout-Bericht vom Jankovic. Aber da sieht man jetzt nicht so doll aus. Den schmeißen wir von der Liste runter. Baumgart. Leider die Niederlage gegen Ex-Club. Stimmt, Baumgart ist ja aktuell Coach von Union Berlin. Timo Horn bekommt noch seinen Sonderlob mit. Und dann soll es das eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Wir gucken noch in die Bundesliga-Tabelle rein. Da sind wir Platz 3 jetzt mit 27 Punkten. Dahinter Wolfsburg und Hertha mit 25, Stuttgart mit 24. Die haben aber noch ein Spiel. Also Stuttgart kann da noch ranrücken. Und dann haben wir dann Mainz, Leipzig. Das ist alles nicht so mega interessant. Gladbach auf Platz 12 nur unterwegs mit 16 Punkten. Gut, die haben auch noch ein Spiel, könnten immerhin noch auf 19 kommen, aber warten wir es mal ab. Sollte ich gerade gucken, wo die Auslosung ist für die Champions League, aber ich vermute mal, dass die zeitgleich mit der Youth League hier stattfinden wird. Wobei, das ist aber noch ein Youth League Gruppenspiel. Hier ist dann die Youth League Auslosung am 22. Okay, ich weiß tatsächlich nicht, wann die stattfindet, die Auslosung. Aber ich hoffe zeitnah, dass wir dann auch erfahren, wer unser nächster Gegner in der Champions League wird. Für das heutige Video soll es das aber wieder gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen auf diesem Video da. Schreibt wie immer euer Feedback in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ich bin euer Palamon vom Team React.